Die Lockheed Super Constellation ist eine fliegende Legende. Eine der letzten Maschinen des Typs, Baujahr 1955, betreibt die Schweizer Super Constellation Flyers Association. Das ist ein Männerflugzeug, also das braucht eine starke Hand, die diese Motoren hier am Leben erhält, nourished and pampered, wie man auf Englisch sagt. Ernst Frey ist einer der Super-Conny-Piloten. Früher saß er für die Swissair unter anderem im Cockpit der Boeing 747. Ich habe dann am Ende meiner schönen Karriere noch auf dieses Flugzeug umschulen dürfen. Und das ist für mich, das war ein absoluter Traum. Die Instandhaltung der 64 Jahre alten Maschine ist ein finanzieller und logistischer Kraftakt. Immer wieder aufs Neue. Was ganz wichtig ist bei einem alten Flugzeug, bevor man was auseinanderschraubt, Bücher kontaktieren, viele Fotos machen, abspeichern, weil das geht immer länger, als man denkt, bis das wieder zusammenkommt. Und dann ist man froh, wenn man viele Fotos hat, wo man eine Hilfe hat beim Zusammenbauen auch wieder. Hiobs Botschaft im November 2018. Schäden am Vorderhelm des rechten Flügels sorgen für ein Flugverbot. Die Reparaturkosten gehen in die Millionen. Wir haben uns ein Ziel gesetzt, also bis zum 20. April müssen wir diese 15 bis 20 Millionen sicher haben, weil sonst lohnt es sich nicht, mit der Flügelsanierung anzufangen. Und noch eine Conny-Geschichte. 2008 beginnt in den USA die Restaurierung einer Lockheed Superstar. Ob sie jemals wieder fliegen wird, ist heute ungewiss. Eine zweite Maschine des Typs sorgt 2019 als Ausstellungsstück in New York für Aufsehen. Luftfahrtbegeisterte mögen die Linienführung und Form des Flugzeugs. Die Lockheed Superstar ist mehr Kunstwerk als Flugzeug. Sie ist die Mona Lisa der Flugzeuge. Flughafen Zürich. Eine Außenposition am Westrand des Airports, abseits des hektischen Betriebs auf dem Vorfeld. Hier liegt die Lockheed L-1049 der Super Constellation Flyers im Dornröschenschlaf. Der Betrieb des fliegenden Oldies ist extrem wartungsintensiv. Die Maschine steht seit Februar draußen. Wir möchten ein bisschen Geld sparen, weil der Hangarplatz ist bedeutend teurer wie hier draußen. Aber jetzt wird die Maschine in den Hangar gezogen und dann werden wir am Fahrwerk weiter arbeiten. Die Maschine ist am 1. Oktober 2016 das letzte Mal hierher geflogen. Wir haben festgestellt, dass die Landeklappen, das Gestänge korrodiert war. Wir mussten dann neue Stangen herstellen und das hat ziemlich Zeit in Anspruch genommen. Das ging mehrere Monate, weil man musste zuerst feststellen, was das für Material ist. Das musste alles zertifiziert werden. Dann hat man das ganze Gestänge, die Antriebsachsen und so weiter auch gleich überholt und die eigentlichen Landeklappenflächen. Und das hat praktisch ein Jahr in Beschlag genommen, ja. Hier ist das Hauptfahrwerk. Auch das wurde überholt auf 0 Stunden. Und hier die Felgen, neue Bremstrommeln, die wurden neu hergestellt, mussten zertifiziert werden. Und wir haben Rollversuche bereits gemacht damit und die sind einwandfrei, also kein Problem. Die Verriegelung des Fahrwerks ist noch nicht montiert und das ist auch der Grund, warum wir das Flugzeug jetzt in den Hangar nehmen wollen, damit wir hier die ganze Verriegelungs- und Ein- und Ausfahrmechanismus einbauen können. In den Sommermonaten ist die Super Conny am Flughafen Basel stationiert und hebt von dort aus zu nostalgischen Rundflügen ab.
Hier in Zürich findet in den Wintermonaten der Großteil der Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten statt. Dafür muss sie heute erstmal umziehen. Beim Schlitten der Superkoni muss der Fahrer darf nicht zu viel einschlagen, muss auf Hindernisse achten und die Geschwindigkeit einhalten. Wer ein Flugticket für den Langstrecken-Oldtimer erwerben möchte, muss Mitglied in der Super Constellation Flyers Association werden. Jahresbeitrag 120 Euro. Der Grund dafür, die Maschine ist in der Schweiz als Vereinsflugzeug zertifiziert und darf nicht kommerziell betrieben werden. Nur Vereinsmitglieder und Gäste des Vereins dürfen mitfliegen. Wir stehen jetzt vor dem Hangar 1, Boxe D und C. Und der Flieger ist jetzt momentan hier vor dem Schalldämpfer. Der Schlepper wird umgehängt, damit er den Flieger rückwärts hier in die Boxe reinschiebt. Natürlich haben wir Wingwalkers, wie die heißen. Also die werden hier mit dem Däumchen zeigen, ob es passt, ob es nicht zu nahe am Tor oder an der Wand ist. Also kein Problem eigentlich. Wir haben genügend Leute vor Ort. Nur mit dem Einsatz der vielen ehrenamtlichen Helfer und mit viel Herzblut ist der Betrieb der Lockheed Super Constellation zu stemmen. Es ist ein echtes Liebhaberprojekt. Befunde an der rechten Tragfläche machen die Superconny derzeit flügellahm. Ohne einen millionenteuren Neubau muss die Maschine zukünftig am Boden bleiben. Wir haben hier Korrosion an der Holmwand. Das wurde vorher abgedeckt durch Stahlblech. Das ist ein Feuerschutz. Stahlblech und Aluminium. Das bildet ein Element und deswegen haben wir hier relativ starke Korrosion. Wir hatten hier auch ein Fuel Leck, also eine Benzinleckage, was natürlich nicht gut ist. Ein weiteres Problem ist diese T-Träger unten und oben. Da hatten wir Absplitterungen und das ist der Grund, warum wir diese Holmwände ersetzen müssen. Und das wurde zufälligerweise festgestellt, diese Absplitterungen. Wir haben vor Jahren da oben schon mal etwas repariert. Das war wirklich nur auf diese Zone beschränkt. Und jetzt haben wir das leider am ganzen oberen Holm. Und das sind eigentlich die problematischen Stellen, die diesen Flügelneubau erfordern. Wir haben auch zusätzlich an den Motorgondeln diese Korrosion hier an diesen Ringspanten festgestellt. Das Problem ist, wir hatten hier ein Stahlblech als Feuerschutz aufgenietet und Aluminium und Stahlblech, das bildet ein Element und macht dann eben diese kristalline Korrosion. Das heißt, dieser Ringspant muss ersetzt werden. Hier wurde das schon gemacht. Das ist der neue, der wurde auch neu hergestellt und zertifiziert wiederum. Und das werden wir da auch ausführen. Das gleiche ist auf der anderen Seite, Motor Nummer 4 und auch die anderen zwei Motoren. Da sind die Probleme alle gleich gelagert. Thank you.
Das ist der äußere Flügel, der geht von hier bis ganz außen. Auch hier hatten wir oben Korrosion, die ausgeschliffen werden musste. Da darf man bis zu 10% abnehmen. Leider waren das etwa 40, deswegen mussten wir hier eine Aufdoppelung machen. Etwa 3 Meter lang, wie ihr seht, und im schlimmsten Fall vielleicht 30 breit. Um die Aufdoppelung anzunieten, braucht es diese Klickomaten hier, die das Blech fixieren, so dass man eben vernieten kann. Und dann anschließend nimmt man die weg und kann auch die restlichen Löcher noch vernieten oder verschrauben. Hier sind die geschraubt zum Beispiel. Nach 12 Jahren im Flugbetrieb als Vereinsflieger ist die Lage ernst. Die Sanierung der Tragflächen kann bis zu 18 Millionen Euro teuer werden. Hans Breitenmoser ist hauptberuflich A330 und A340 Kapitän bei der Swiss und Vorstandsmitglied des Vereins. Die Plane wird entfernt und dann werden wir die linke Verschalung öffnen, damit man die 18 Zylinder sieht. Nach den Erkenntnissen, dass wir unseren Flügel sanieren müssen, haben wir einfach jetzt sehr viele Leute angeschrieben, also Geld, potenzielle Geldgeber. Und wir versuchen natürlich jetzt möglichst schnell unser Geld zusammenzukriegen, dass wir mit den Sanierungen der Flügel beginnen können. Aber wir haben uns ein Ziel gesetzt, also bis zum 20. April müssen wir diese 15 bis 20 Millionen sicher haben, weil sonst lohnt es sich nicht, mit der Flügelsanierung anzufangen. Also das ist jetzt wirklich relativ dringend, und wenn wir das nicht schaffen, dann müssen wir zweite, dritte, vierte Option weiterverfolgen. Alternative ist die eine, dass man sie nur bereit macht für ein Ferryflight, aber auch das kostet relativ viel Geld. Wir haben so kalkuliert wieder 3 bis 4 Millionen, und das heißt, das ist auch nicht eine Option, dass wir die Maschine wegbringen. Dritte Option ist, dass wir jemanden finden, der die Maschine als Ausstellungsobjekt will, Museum oder hier am Flughafen Zürich oder in Basel oder irgendwo. Und dann die ganz schlechteste Version wäre natürlich, dass man die Maschine verschrotten müsste. Das wollen wir natürlich nicht. Auburn im Bundesstaat Maine im Jahr 2008. Ein Jahr zuvor ersteigerte die deutsche Lufthansa Berlin-Stiftung 3 von weltweit 4 erhaltenen Lockheed L-1649A. Die Superstar genannte Maschine war die Weiterentwicklung der Super Constellation. 1957 nahm die Königin des Nordatlantiks den Liniendienst auf. Kurz danach begann das Jet-Zeitalter. Und die Superstar wurde nach und nach durch die Boeing 707 ersetzt. Vorbesitzer Maurice Roundy hatte vor dem Verkauf vergeblich versucht, eine seiner Superstars wieder flugfähig zu bekommen. Luftfahrtbegeisterte aus aller Welt mögen die Linienführung und Form des Flugzeugs. Es ist einfach schön und ästhetisch. Man sieht es sich gerne an. Diese alte Linienführung sieht man bei modernen Flugzeugen, die am Computer designt wurden, nicht mehr. Great historic lines that you don't see in modern airplanes, which are designed. Mit ihrem modernen Design sind sie natürlich viel effizienter. Aber sie haben nicht den Charakter, den dieses Flugzeug hat. Die Lockheed Superstar ist mehr Kunstwerk als Flugzeug. Sie ist die Mona Lisa der Flugzeuge. Der ehrgeizige Plan aus 3 Mach 1. In einem eigens errichteten Hangar sollen Spezialisten von Lufthansa Technik und ehemalige, die schon in den 50er Jahren an der Maschine gearbeitet haben, die flügellahme Superstar wieder lufttüchtig machen. Das Ziel: Bei der Übergabe an den Flugbetrieb der Deutschen Lufthansa Berlin Stiftung soll die Maschine aussehen, als käme sie gerade aus der Endmontage bei Lockheed. Darüber hinaus ausgestattet mit einem modernen Cockpit, das heutigen Sicherheits- und Navigationsstandards genügt. Dafür ausgewählt wurde die Superstar mit der Werknummer 1018, die einst für TWA im Einsatz war. Zehn Jahre lang läuft das Restaurationsprojekt am Auburn Lewiston Airport. 2018 entscheidet der Vorstand der Deutschen Lufthansa AG,
Die Arbeiten in Auburn werden eingestellt und das Flugzeug nach Deutschland überführt. Dazu werden die Flügel der Maschine abgenommen. Über die endgültige Nutzung der Superstar gibt es im Frühjahr 2019 noch keine Entscheidung. Eine zweite Superstar diente in Auburn als Ersatzteillager. 2018 geht die Maschine an die Betreiber des TWA Hotels in New York. In nur 6 Monaten restaurieren Spezialisten die Lockheed von innen und außen. Diese Conny soll als Ausstellungsstück am Boden bleiben. Dann geht es per Tieflader nach New York. Im Herzen Manhattans ist der Kultflieger der Werbebotschafter für das TWA Hotel, das Mitte Mai 2019 am John F. Kennedy Flughafen eröffnet. Dort wird die Conny in TWA Livery zukünftig zu besichtigen sein. Genauso einzigartig wie das Flugzeug ist das Hotel im ehemaligen TWA Terminal, eines der spektakulärsten Gebäude der weltweiten Flughafenarchitektur. Nach dem Aus der Fluglinie wurde das Gebäude geschlossen und kehrt nun als Hotel mit Retro-Appeal zurück. Zurück in Zürich. Hier inspiziert das Technikteam der Super Constellation Flyers Association die Curtiss-Wright 18-Zylinder-Doppelsternmotoren ihrer Super Conny. Ja, wir machen den Motor auf und sie machen das zum ersten Mal, weil wir haben ja momentan nicht an den Motoren gearbeitet. Und es ist alte Technik, relativ kompliziert und nicht unbedingt servicefreundlich, wie vieles an diesem Flugzeug. Die Standzeit ist jetzt 2. Oktober 2016, sind die Motoren nicht mehr gelaufen. Ja. Die müssen einfach konserviert werden. Das heißt, man lässt den Motor laufen und spritzt dann Öl ins Benzinsystem ein, damit richtig alles voll Öl ist. Und anschließend werden die Zündkerzen gezogen und dann wird in jedem Zylinder wird auch noch Öl eingespritzt. Und dann ist er eigentlich konserviert und bis man ihn wieder in Betrieb nimmt. Hier sieht man den Ölkühler und den unteren Ölkühler-Einlass. Und das ist jetzt die eigentliche Triebwerkverschalung unten. Man sieht jetzt sehr schön diese Zylinder. 9 an der Zahl. In 2 Reihen, 18 Zylinder. 3 Liter Hubraum hat ein Zylinder und der Motor hat 3250 PS. Unten die vordere Ölpumpe, oben sind die Distributor, die Verteiler und ganz oben das schwarze Teil ist der Propeller Governor, heißt der. Der steuert die Propellerverstellung. Auf der Seite seht ihr sehr schön die PRTs, die Power Recovery Turbines, die abgedeckt jetzt, damit da keine Vögel ihre Nester bauen. Die liefern jeweils noch 150 PS direkt auf die Kurbelwelle. Wir haben 3 davon, also 450 PS zusätzlich. Nicht kontrolliert, einfach über den Abgasstrahl von 6 Zylindern. Angetrieben. Die Motoren sind eigentlich alle neu. Das ist der älteste, der hat 180 Stunden jetzt. Das ist eigentlich nichts. Die anderen sind um die 120, 80 und 20 Stunden. Also von dem her gesehen sind wir sehr gut aufgestellt in Sachen Motoren. Alle revidiert von Anderson Aeromotive in Amerika. Der Einstieg in die Conny erfolgt heute eher unkonventionell. Das ist die Servicetür, die direkt ins Cockpit geht, beim Flight Engineer. Und normalerweise steigen wir eigentlich nicht da ein, sondern hinten links ist die offizielle Flugzeugtüre für die Passagiere.
Weil da aber ein Teil vom Mechanismus abgehängt ist, würde ich von außen, wenn ich die Tür öffne, gleich ins Flugzeug reinfallen. Darum gehe ich jetzt hier rein und mache die Tür hinten von innen auf und befestige sie dann provisorisch. Frei ist Flugbetriebsleiter des Vereins und gleichzeitig einer der Piloten. Ja, das sieht natürlich im Moment etwas chaotisch aus, aber es ist nicht der Originalzustand. Das ist, die Sitze sind geschützt, damit man nicht alles kaputt macht. Es ist original bezogen. Wir haben 35 Sitze gefunden noch in Amerika, Originalsitze. Und zum Glück haben wir nur 35 gefunden, weil wenn wir nämlich eine Stufe höher gingen, dann kostet die Versicherung mehr als das Doppelte. Und wenn man sich vorstellt, dass jetzt die Leute da eng gesessen hätten, wie zum Beispiel in einem Jet heute, dann kämen die gar nicht mit. Und so hat jeder seinen Platz. Und kaum sind wir in der Luft, sitzt ja niemand mehr. Die stehen alle und knien an den Fenstern. Und darum sind wir froh, haben wir nur 35 Sitze und nicht 90. Was man da sieht am Boden, das sind die Cockpitsitze. Die sind alle rausmontiert, weil alle Kabel gehen natürlich unter dem Boden durch. Und damit man da dazukommt, muss man das alles zuerst rausräumen. Dann hat es auch Haken hier, sieht man sehr gut. Das Flugzeug war ja ein Transportflugzeug. Und an diesen Haken sind Britschen befestigt gewesen auf zwei Etagen. Da unten eine und da. Und das Flugzeug war ein Transportflugzeug für Verletzte, Kriegsverletzte. Und die wurden von Vietnam ausgeflogen. Und man hat dieses Flugzeug gewählt, weil es bis 14 Stunden in der Luft bleiben konnte. So konnte man mit relativ wenig Zwischenlandungen zurück nach Amerika. Und wir haben uns eigentlich entschlossen, diese Haken zu lassen, weil das ist original. Auch die ganze Sitzbezeichnung und die Farben hier. Ist alles original. Also die Leute, wo da steht Red, die gehen beim roten Ausgang raus. Und da, wo steht Blau, die gehen beim blauen. Und so ist sichergestellt, dass nicht alle beim gleichen Ausgang raus wollen. Bei einem Privatflugzeug bis 50 Passagiere braucht es offiziell keinen Flugbegleiter. Wir haben aber immer zwei dabei, und zwar nicht Pseudo-Flugbegleiter, sondern solche, die das gelernt haben, die auch eine Lizenz haben. Wir haben auch Safety Cards, wie bei den richtigen Flugzeugen. Es ist ja auch ein richtiges Flugzeug. Selbsterklärend für jeden, in jeder Sprache. Und wir haben sogar Reisebeutel, oder wie man dem schon schön sagt, wenn es jemandem schlecht werden sollte. Aber die Leute sind so beschäftigt mit dem Rausgucken, weil wir fliegen langsam und tief. Wir haben sehr, sehr selten, wenn es Turbulenz gibt, halt eben wegen dem Wind, haben wir mal einer, der den Beutel braucht. Aber die meisten verschwinden, weil sie als Souvenir irgendwo in einem Album landen. Habt ihr eigentlich genug Steine, wenn die anderen Motoren auch noch wegkommen? Da müssen wir noch im Handbuch nachschauen, wie viel Gewicht das vorne sein muss, wenn alle vier Motoren demontiert sind, damit das Flugzeug nicht auf den Schwanz kippt. Ja. Also original ist das eigentlich der Platz vom Navigator. Der hat hier jetzt ein Pult mit den Karten. Das sieht man auch an den Instrumenten, die er für die Navigation gebraucht hat. Zusätzlich haben wir hier oben den Astrodom, also wir haben eine Kompassrose auf diesem Fenster. Und ein Loch für den Sextanten, also der hat hier richtig navigiert. Und soviel ich weiß, wurden auch Schiffe, die in der Nähe waren, angefragt, zum Verifizieren, dass die Position wirklich so ist, wie es berechnet ist. Zu den Steinen, die mussten wir als Ballast hier reintun, weil wenn das Flugzeug im Winter draußen steht und schweren Schnee auf dem großen Stabilizer hinten hat, könnte das Flugzeug hecklastig werden und nach hinten kippen. Darum, wenn wir Motoren demontieren, kein Benzin im Flugzeug haben, muss hier ziemlich viel Gewicht rein. Seit 2003 steuert Ernst Frei die Super Constellation. Das Cockpit der Maschine ist ein Fest für Aviatik-Puristen. Durch und durch analog und mechanisch. Das ist ein schönes, herrliches, altes Cockpit mit praktisch nur runden Instrumenten. Wir sagen dem auch einen Uhrenladen.
Und was ganz wichtig ist, es gibt keinen einzigen Chip in diesem Cockpit, außer beim GPS. Und das brauchten wir, sonst hätten wir nicht über den Atlantik fliegen dürfen. Aber sonst ist alles original, restauriert, keine neuen Sachen drin. Und es funktioniert auch so, wie es früher funktioniert hat. Also was da angezeigt wird, das stimmt. Das ist nicht umgerechnet von einem Computer. Es gibt keine Rechner, keine Computer auf diesem Flugzeug. Der Weg zum regelmäßigen Flugbetrieb der Super Conny in der Schweiz war steinig. Es klappte erst beim zweiten Anlauf. Also die haben alle gesagt, ihr spinnt, als wir gesagt haben, wir möchten so ein Flugzeug kaufen auf Santo Domingo und dann in die Schweiz bringen, um hier Rundflüge zu machen. Alle haben gesagt, ihr spinnt vollkommen. Wir haben das aber gekauft auf Santo Domingo, nach Amerika überflogen, aber dort dann nach 1,5 Jahren keine Bewilligung bekommen, um mit Passagieren zu fliegen. Und dann haben wir dieses Flugzeug gefunden. Benny Junesi hat das Flugzeug gekauft, weil es in der Wüste stand. Es war vorher ein Militärtransportflugzeug, zuerst für Material, dann aber auch für Verletzte und für Truppen. Dann stand es wieder in der Wüste, es diente mal als Tauschobjekt für ein Museum, damit die ein anderes Flugzeug bekommen haben. Und es hat auch 4 Jahre Sprühflüge gemacht, also man hat da Brachiallöcher in die Rumpfwand geschlagen und einen Sprühbalken auf dem Flügel. Im Flugzeug drin hat es 12.000 Liter Tank. Und man hat Knospenwürmer in Quebec gespritzt mit diesem Flugzeug, weil es nicht 15 Mal hin und her fliegen musste, sondern mit 2, 3 Überflügen alles abdecken konnte. Und als er es dann loshaben wollte, haben wir gesagt, das wäre genau unser Flugzeug. Es hat große Fenster. Wir haben noch Originalsitze gefunden. Und der große Vorteil war, dass es so lange gestanden hat, es hatte wenig Flugstunden. Es hat auch jetzt noch sehr wenig Stunden. Im Vergleich zu anderen, also die Flugzeuge, die bei Lufthansa in die Pension gingen, die hatten alle 30.000 oder mehr Stunden. Unseres hat jetzt 16.000 Stunden. Und unser Counterpart war ein texanischer Milliardär, der wollte es in die Wüste stellen zu seinen 50 Autos und 100 Flugzeugen, die er schon hatte. Und darum bekamen wir den Zuschlag. Und dann haben wir das in 6 Etappen dann über den Atlantik geflogen. Ich durfte das planen als Operationsleiter. Und ich durfte auch die Landung in der Schweiz machen. Das war ein absolutes Abenteuer, weil niemand hat gewusst, ob es gelingt. Das war nach 25 Jahren das erste Mal, dass eine Super Conny wieder über den Atlantik geflogen ist. Nur sind wir natürlich nicht auf 7000 Metern geflogen, sondern auf 1000 Metern, weil es hat keinen Sauerstoff mehr in dem Flugzeug, es hat keine Enteisungsanlage. Und wir waren alle mit Antarktisjacken gekleidet. Weil es wurde am Schluss sehr kalt. Also nach dem Überflug von Neufundland nach Schottland war es 4 Grad in der Kabine. Wir hatten Handschuhe, Mützen, aber alle waren begeistert. Es war ein Abenteuer. Und die Reporter in Zürich haben gesagt, ihr hättet gerade so gut die Queen Mary kaufen können und auf den Bodensee stellen, um Rundfahrten zu machen. Das geht einfach, es funktioniert nicht. Aber jetzt sind wir doch 15 Jahre in der Schweiz, 12 Jahre davon geflogen. Unter dem Namen Star of Switzerland hebt die Lockheed L-1049 von Basel aus zu Rundflügen in der Schweiz und in Mitteleuropa ab. Immer unter Sichtflugbedingungen und nie höher als 10.000 Fuß. Schnell avancieren die Schweizer zu Stars der europäischen Flugoldtimer-Szene. Steuer der Super Constellation ging für Ernst Frey ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. Als ich 6-jährig war, gingen wir immer am Sonntag auf den Flugplatz in Zürich. Und dann haben wir vor allem gewartet auf die Super Conny, weil das war einfach der absolute Star von TWA, die Super G mit den Flügelendtanks. Und ich habe irgendwann offenbar gesagt, einmal im Leben möchte ich Super Constellation fliegen. Niemand hat gewusst, ob ich da schon an den Pilotenberuf gedacht habe oder nicht. Aber Tatsache ist, mein Zimmer war von Anfang an tapeziert mit Fotos aus dem TWA-Kalender.
Und als ich diese Chance natürlich bekam, nach der Frühpensionierung bei Swissair, habe ich alles daran gesetzt, im relativ hohen Alter von 54 das noch zu lernen. Ich war leider etwas zu jung. Ich habe die Propellerfliegerei in der Linie nicht mehr erlebt. Ich war in der zweiten Klasse, die nicht mehr auf dem DC-3 schulen durfte. Aber ich habe dann am Ende meiner schönen Karriere noch auf dieses Flugzeug umschulen dürfen. Und das ist für mich, das war ein absoluter Traum. Also das ist, das kann man gar nicht beschreiben. Ich bin heute noch ergriffen, wenn ich hier drin sitze und denke, dass wir das vielleicht wieder richtig hinkriegen, dass wir nochmal fliegen dürfen. Bin von DC-9, DC-8, alles geflogen bis zum B-747, also Jumbo-Jet. Und ich musste leider noch ein Jahr MD-11 anhängen. Das war mein erster elektronischer Flieger. War nicht mein Ding, aber es gab nur noch das. Und dann kam das Grounding bei Swissair und dann wurde ich früh pensioniert. Und fast gleichzeitig begann eigentlich dieser Wunsch oder dieser Traum unseres Initianten Francisco Agullo, ein solches Flugzeug zu kaufen und in die Schweiz zu bringen. Und es war eine absolute Schnapsidee. Alle haben gesagt, das kann nicht funktionieren. Als wir dann doch gelandet sind in Basel, waren 3000 Leute da und die haben alle gesagt, ja, das geht ein, zwei Jahre, dann habt ihr keine Ersatzteile mehr, kein Geld mehr, kein Personal und wir sind nach 14 Jahren immer noch da. Also ich glaube, dass das Entscheidende ist, dass ein solches Flugzeug das macht, was ich will. Wenn ich da ziehe, dann steigt es. Wenn ich ein bisschen grob ins Seitenruder gehe, dann sagt nicht der Computer, das war jetzt was zu viel, wir machen es ein bisschen feiner. Sondern wenn ich einen Grund habe und ausweichen muss, dann kann ich das relativ zackig machen. Es braucht aber auch Kraft, weil es hat eine kleine Hydraulik, die Unterstützung gibt, wenn man stark ziehen muss. Aber wie wir gelernt haben zu fliegen, mit einer Hand am Steuer und die andere Hand an den Gashebeln, das geht da nicht mehr in der Landung, weil man muss ziehen, man muss immer mehr ziehen und die Trimmung wäre eigentlich da, da braucht es aber eine zweite Hand. Und das braucht so viel Kraft, dass ich mit beiden Händen dann bei der Landung immer weiterziehe und der Flight Engineer, also der Bordtechniker, macht mir dann die Gashebel von da hinten, der hat die gekoppelt mit denen und ich sage ihm, was ich brauche, wie viel Druck ich möchte und dann reguliert er mir das Gas und nimmt es auch ganz weg, kurz vor dem Aufschlagen. Alles, was da vorne passiert, geht über diese Kabel, die man überall sieht, direkt auf die Steuerfläche. Es wird nichts reduziert oder nichts umgerechnet. Es passiert genau das, was ich mache. Und wir haben früher gelernt, eigentlich noch mit dem Gesäß zu fliegen. Und das kann man da noch. Also man spürt, was passiert. Bei den modernen Flugzeugen ist das fast unmöglich. Aber dieses Flugzeug, da muss man fliegen können. Und das ist, darum ist es auch schwierig für Leute, die erst heute zur Aviatik kommen, das zu begreifen. Und es ist vor allem auch das Teamwork, das mich begeistert. Das habe ich auf dem DC-8 so gesehen, das war im Jumbo so. Und dann ist auch noch zu sagen, dieses Flugzeug fliegt noch so, wie die Fliegerei eigentlich gedacht war. Also wenn man immer schneller wird, dann geht es so in die Luft. Und die heutigen Flieger, die fliegen eigentlich am Anfang, weil man sie anstellt. Und dann gibt es mehr Auftrieb und dann geht der steil in die Luft. Darum ist dieses Flugzeug auch sehr schwer runterzubringen. Es will nicht landen. Darum sind alle Fotos, die man sieht vom Anflug, sind so. Also wir müssen fast anstechen, weil der Flügel so ideal gebaut ist, dass er einfach fliegen will. Und die heutigen Flieger landen so, angestellt auf dem Luftkissen und noch computergesteuert. Das haben wir zum Glück nicht. Eine der Besonderheiten ist auch die Stellung der Räder des Bugfahrwerks. Die hatten früher gar keine Steuerung oder eine ganz rudimentäre Steuerung. Und wenn die Räder so stehen, dann zentrieren die sich wieder besser für den Geradeauslauf. Also das ist eine Art wie eine Selbstzentrierung ein wenig. Das hilft, wieder auf die gerade Spur zu kommen. Und bei der Koni ist das so, weil wenn wir ganz enge Bögen machen, ganz enge Kurven fahren mit dem Flugzeug, dann müssen wir mit den äußeren Motoren helfen, um das zu drehen und dann wieder zurück in die gerade Stellung zu kommen. Da hilft diese V-Stellung der Reifen, der Räder, diese Anordnung.
langjähriger Mechaniker kennt Markus Erne seine Conny in- und auswendig. Trotzdem, Überraschungen gibt es immer wieder. Das sind die Teile des rechten Fahrwerks, das im Moment noch auseinandergenommen ist. Wir haben hier die Originalbücher von der Air Force, die wir bekommen haben mit dem Flugzeug zusammen. Man sieht hier eine Seite aus dem Parts-Katalog. Da sieht man dieses Fahrwerk auf einer Explosionszeichnung. Da hinten die entsprechenden Legenden dazu. Und anhand dieser Dokumente muss ich auch die neuen Teile bestellen, die wir auswechseln. Zum Beispiel diese Ohrringe aus Gummi. Wenn die natürlich 60 Jahre alt sind, sind die spröde und nicht mehr in einem solchen Zustand wie die neuen. Das heißt, die werden alle gewechselt, wenn wir das Fahrwerk zerlegen und die Teile erneuern und prüfen. Und da kann man schön die Partnummern schauen da. Anhand dieser Nummer da kann man diese Teile bestellen und dann das Original wieder einbauen. Es gibt erstaunlicherweise noch sehr viele Teile original, weil in Amerika diese Teile nicht nur an Flugzeugen eingebaut wurden, sondern manchmal an einem Traktor, an einer Baumaschine. Also erstaunlich viele Teile sind noch zu erhalten. Hier sieht man die zwei Hauptkomponenten des Fahrwerks, des Fahrwerks des rechten. Das ist der sogenannte Mainfitting mit den Streben und der Halterung, wo das Ganze am Flügel angemacht ist. Wir haben hier noch die alten Lager drauf, einfach als Schutz, damit da nichts kaputt gehen kann beim Handling. Dann ist das eigentliche Federbein selber, das an unten reingeschoben wird, wenn alle Teile komplett sind. Das Ganze wird verschraubt, mit Öl gefüllt und Stickstoff und ist dann eigentlich das Fahrwerk wieder, das am Flugzeug arbeiten kann. Was ganz wichtig ist bei einem alten Flugzeug, bevor man was auseinanderschraubt, Bücher kontaktieren, viele Fotos machen, abspeichern, weil das geht immer länger als man denkt, bis das wieder zusammenkommt. Und dann ist man froh, wenn man viele Fotos hat, wo man eine Hilfe hat beim Zusammenbauen auch wieder. Die größte Arbeit ist eigentlich das Zerlegen. Das heißt, wir nehmen das Fahrwerk runter, zerlegen alles, dann wird alles gereinigt, Farbe weggemacht und dann ist es eigentlich so weit gereinigt, damit man Kontrollen machen kann, ob man Korrosion hat. Man macht auch Risskontrollen, da gibt es verschiedene Varianten. Und zuletzt, wenn alles gut ist, gibt es noch eine Maßkontrolle, wo man all die Maße, das ist alles in den Büchern beschrieben, was Maximum Toleranz ist, was, wie es sein muss, damit es noch gut ist oder nicht mehr gut. Und wenn das alles in Ordnung ist, dann fangen wir an, das Teil wieder so herzurichten, dass wir es dann wieder zusammenbauen können. Was natürlich auch dazu kommt, ist die ganze Materialbestellung. Muss man auch erledigen, wenn man die Teile auseinander hat, alles anschauen. Teile noch gut, okay, Teile nicht mehr gut. Schauen, ob man es findet auf dem Markt. Das ist eigentlich fast bereit wieder zum Einbauen. Hier haben wir noch ein Problem, das wir festgestellt haben, dass wir zwischen dem linken und dem rechten Fahrwerk eine Differenz haben zwischen den Einbauteilen. Das heißt, die rechte Seite, an der wir jetzt dran sind, sind einfach eigentlich nicht die Teile drin, die im Buch beschrieben sind, wie auf der linken Seite, sondern andere Teile. Und wir haben jetzt geschaut, ob wir die Originalteile auf dem Markt finden. Haben wir alles gefunden, haben wir jetzt Offerten gestellt, damit sie uns sagen, was das kostet. Dann werden wir das einkaufen und die richtigen Teile einbauen, damit das auch mit den Büchern wieder übereinstimmt. Damit wir keine Differenzen haben zwischen linker und rechter Seite. Rolf Harlacher engagiert sich bei den Super Constellation Flyers gleich in doppelter Funktion. Am Boden als Leiter der Wartung und im Cockpit als Chief Flight Engineer. Ohne ihn geht während des Fluges nichts. Ich bediene hauptsächlich die Motoren. Die können von hier komplett bedient werden. Es gibt verschiedene Sachen, die vorne nicht vorhanden sind, wie zum Beispiel die Kühlklappen für die Zylinderkopftemperaturen, die Ölkühlerklappen für Öltemperaturen, Propellerfeinverstellung und auch Propellerverstellung, um die in die Segelstellung zu fahren, wenn man
einen Motor ausschalten muss im Flug. Dann habe ich hier die ganzen Tankpumpen, um das Benzin aus den Tanks zu den Motoren zu befördern. Ich habe hier die Gemischregelung und auch die Tankselektoren, also das sind die Tankwählhebel plus die Propellerverstellung für alle vier Propeller. Ein ganz wichtiger Hebel. Meistens ist das so im Fluge, sagt mir der Kapitän, er will 200 Knoten fliegen und dann setze ich die Leistung entsprechend, um diese Geschwindigkeit zu halten. Das ist noch Hydraulik. Wir haben ja auch eine hydraulische Servounterstützung der ganzen Flight Controls, also der Steuerflächen. Plus Fahrwerk, Bremsen, Steuerung, also Bugradsteuerung, wird alles über Hydraulik, entweder Primary oder Secondary, angesteuert. Eine weitere Sache, relativ wichtig, ist die Propellersynchronisation. Die sieht man hier. Und da kann ich dann eben, damit alle Motoren gleich schnell drehen, kann ich hier mit diesen Fine Adjuster oder wie sagt man, Stellschaltern, kann ich die Propellerblattverstellung etwas variieren, sodass dass eben die Drehzahl gleich ist wie bei den anderen vier Motoren. Das heißt dann, dass wir eben nicht dieses Wuh-Wuh-Geräusch haben oder Vibrationen. Ich bin vorher auf der Boeing 747 geflogen. Das ist kein Vergleich. Man ist hier immer am Arbeiten. Also man hat da nie Ruhe, man kann nicht essen, man kann nicht mit der Stewardess flirten, das geht alles nicht. Also man ist da voll dabei. Und wenn es mal ruhig ist auf dem Schiff, dann schaut man sich die ganzen Zündkerzen an. Wir haben 144 davon. Ich habe hier einen Oszillograph, sieht man vielleicht ein bisschen besser. Das ist das Teil hier und da habe ich diese Anzeige. Und das zeigt mir, wenn ich diesen Pattern habe, dass die Zündkerze zündet und die Zündverteilung und alles stimmt. Wenn ich diese Sache, dann sagt mir das Buch, was der Fehler sein könnte. Ich drehe die durch. Ein Motor nach dem anderen, vordere Zylinder, hintere Zylinderreihe und da beschäftigt man sich auch zweimal etwa auf einem Stundenflug. Und dann hat man immer wieder halt die Propellersynchronisation, man muss wieder vielleicht ein bisschen mehr heizen, damit die Zylinderkopftemperatur im optimalen grünen Bereich ist, auch das Öl, also es ist immer was zu tun. Es ist einfach Wahnsinn, was man früher für einen Aufwand betreiben musste, um von A nach B zu kommen. Und eben, das ist ein Männerflugzeug, also das braucht eine starke Hand, die diese Motoren hier am Leben erhält, nursed and pampered, wie man auf Englisch sagt, also wie eine Krankenschwester. Immer guckt, ob es denen gut geht. Man hört die auch, man riecht sie. Das ist ein lebendiges Teil. Also da geht wirklich die Post ab. Mindestens 15 Millionen Franken müssen die Super Constellation Flyers für die Reparatur der Tragflächen einsammeln. Wird ihnen das innerhalb der selbstgesetzten Frist gelingen? Man hat nichts verdient dabei, aber wir waren mehr oder weniger, was wir erflogen haben, konnten wir nachher im Winter für die Wartung einsetzen und fingen dann wieder mit einem schwarzen Null im Frühling an, haben wieder geflogen und das Geld verdient, um den Flieger zu warten. Jetzt mit dieser Flügelüberholung brauchen wir 15 Millionen. Das übersteigt unser Budget bei weitem
Und wir suchen jetzt mit aller Kraft Sponsoren, Mäzene, Donatoren oder wie man sie immer nennen will, die uns hier unter die Flügel, also unter die Arme helfen und wir wieder in die Luft kommen. Was uns auszeichnet, auch im Verein und die Leute im Vorstand und die Mechaniker, wir geben eigentlich nie auf. Also wir machen so lange weiter, bis es einfach wirklich nicht mehr geht. Und auch jetzt, wo man eigentlich sagen muss, ja, ihr kriegt doch nicht in 2-3 Monaten 20 Millionen Schweizer Franken, das ist ja unmöglich. Es ist möglich. Es ist, solange mir der Ingenieur sagt, ich kann die Flügel reparieren und das Luftamt mir sagt, wenn die Flügel gemacht sind, bekommt ihr wieder ein Permit to Fly. Das ist mein Ansporn und solange gebe ich nicht auf.